Ja, hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir, zu einem neuen Unboxing-Video auf Gameplay Gamers oder auf YouTube, je nachdem, wo ihr das Video anschaut. Heute zeige ich euch mein Unboxing-Video zu Pandora's Tower in der Limited Edition und natürlich von der normalen Edition. Hier hatte ich das Pech, dass ich von Nintendo leider nur die normale Version zur Verfügung gestellt bekommen habe. Doch da ich ein Sammler von solchen limitierten Editionen bin, wie ihr vielleicht anhand meiner Videos sehen könnt, habe ich mir das Spiel natürlich noch für 55 Euro steht drauf. Ich habe es ein bisschen günstiger gekriegt, für 47 Euro ungefähr bei Saturn gekauft. Und habe dann dementsprechend natürlich auch noch den letzten Sternencode bekommen, um mir die Münzen zu ergattern, die es momentan im Club Nintendo zu erhaschen gibt. Aber jetzt packen wir diese Box erst einmal aus. Oder ich stelle sie euch zunächst einmal von außen vor. Hier oben sieht man schön das Pandora's Tower Logo. Hier an der Seite auch und hier ebenfalls und auf der Rückseite stehen die ganzen Inhaltsangaben in verschiedenen Sprachen drauf, während bei der deutschen Verkaufsversion komplett alle Texte auf Deutsch draufgepackt worden sind. Auf der Vorderseite erkennt man natürlich nur, dass das USK-Logo bei der Verkaufsversion ab 12 ist und hier natürlich auch, nur hier ist noch das PEGI-Logo ab 12 mit dabei. Wichtig ist hier, dass diese Box nicht etwa wie bei The Last Story unten zugeklebt worden ist, wie ihr jetzt im Videovergleich sehen könnt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was für Griffe noch mein Spiel hier bereits schon angepackt hat, aber es sah noch ziemlich alles neu aus, also daran wird es mit Sicherheit nicht liegen. Zum einen hätten wir natürlich erst einmal die Anleitung. Die ist wieder in verschiedenen Sprachen da drauf, also zumindest in Deutsch, Französisch, Holländisch und ich denke mal, Englisch denke ich mal nicht, das ist hier nicht mehr drauf, so wie es ausschaut, aber komm ich gleich auch noch zu. Aber auf jeden Fall nett. Ach ja, was ganz wichtig ist, die Anleitung ist in Farbe, ist heute nicht selbstverständlich, finde ich sehr schade, aber Nintendo hat das hier gut gemacht. Ja, als nächstes zeige ich euch dann mal das Artbook, welches bei Pandora's Tower dabei war. Das ist dann qualitativ schön hochwertig und hat auch schöne Artworks und man sieht auch, die Beschreibungen sind auf Englisch dabei. Und auf jeden Fall werden hier die Charaktere mal so vorgestellt, ein bisschen was dazu gesagt. Ist auf jeden Fall ganz nett, ist natürlich ziemlich klein. Ob es dann wirklich ein Aufpreis ist, ich habe gesehen, bei Saturn hat die normale Version 40 Euro gekostet und die Limited Edition 55, ob so ein Artbook und was ich euch gleich noch zeigen werde, dann den Aufwand von 15 Euro wert sind, also das müsst ihr selbst entscheiden. Ich finde nicht, aber ja, bei Sammler ist das eine Sache, die greifen sowieso zu. So, auf jeden Fall nettes Artbook, kann man sich gerne mal anschauen. Und dann geht es natürlich direkt weiter mit dem Steelcase zur Limited Edition von Pandora's Tower. Also das Artwork auf dem Rücken ist jetzt nicht so ganz inspirierend. Man sieht hier auch, innen drin ist natürlich nur für eine DVD oder eine Wii-Disc Platz. Bei der von Last Story waren es zwei Plätze, wo auf einer noch der Soundtrack eingefügt werden konnte. Das finde ich hier sehr schade. Bei Pandora's Tower ist kein Soundtrack mit dabei, aber das Steelcase ist ganz schön, kann man sich schön ins Regal stellen oder in der Box verweilen lassen. Und so sieht dann das ganze Spiel natürlich in der normalen DVD-Packung aus, die mit dabei ist. Hier ist natürlich wieder ein Sternehut mit dabei, den zeige ich euch nicht, auch wenn ich ihn schon verwendet habe. Sicher ist sicher. Und hier ist dann die englische Anleitung dabei. Oder sagen wir mal eher so, die Anleitung auf Englisch. Würde mehr Sinn ergeben. Gut, ne? Ist dann schön. In Farbe dürfte genau dasselbe sein, wie hier drin steht. Brauche ich jetzt nicht groß erörtern. Interessant ist natürlich noch, dass auch hier wohl ein Wendecover hinten drauf ist. Hier finde ich es gut, dass sie hier noch ein Logo drauf gemacht haben. Aber ich glaube, ein Logo hätte hier mehr Sinn ergeben. Ich überlege gerade mal, so auf der Packung, ja, gut, ich weiß nicht, wer das braucht, schön, aber ich würde dann doch das Original bevorzugen. Und was ganz wichtig ist, die Verpackung des Wii-Spiels hier ist schwarz, normalerweise sind die ja weiß. Und ich glaube, es gab es ja sogar nur eine Ausnahme, wo die Farbe anders war, und das war bei
New Super Mario Bros. Wii, da war die Packung in Rot. Ich meine zwar auch, dass es irgendwo eine pinke Kirby-Packung gibt zu irgendeinem der beiden Kirby-Spiele, aber sicher bin ich mir da nicht, da kann ich mich auch wirklich vertun. Ja, so sieht das hier dann auf Englisch aus und auf Deutsch sieht die Packung so aus. Und beilinkt ist dann natürlich dann nur die Anleitung auf Deutsch. Hier fände ich es natürlich besser, wenn man bei der Limited Edition direkt alle Anleitungen in allen Sprachen in dieser Form beigelegt hätte, damit man sich die benötigte Anleitung hier direkt reinpacken kann. Und ja, ganz normale Beschreibungen sind wieder mit dabei. Ist auch in Farbe, wie ihr seht, die Anleitung. Und auch hier ist dann wieder ein Wendecover dabei, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Sieht dann so aus, ist genau dasselbe, also nichts Großes Besonderes. Jedenfalls, was ich euch sagen wollte und ich im Xenoblade, nicht im Xenoblade, im The Last Story Unboxing Video schon vorgestellt habe, ist, das mache ich mal gleich, das hält jetzt einfach nur zu lange auf, dass wenn ihr euch alle drei Spiele im Club Nintendo registriert, sprich das wären diese drei, Xenoblade, The Last Story und Pandora's Tower, dann erhaltet ihr demnächst von Nintendo irgendwelche, also drei verschiedene, limitierte Münzen dazu. Ich weiß nicht, aus welchem Material die sind. Ich krieg einfach mal so Kupfer oder Eisen oder sowas in dieser Richtung, dann einfach vielleicht schön vergoldet oder versilbert. Werden nicht viel wert sein vom Material her, aber sind sicherlich für Sammler interessant, in so einer hübschen Schatulle, wie das aussah. Und wer sich beeilt, wird mit Sicherheit noch eine bekommen. Ich denke mal nicht, dass die jetzt schon limitiert sind, sondern Nintendo erst einmal abwarten wird, wie viele Leute sich dann überhaupt die drei Spiele registrieren und die Münzen dann in genau dieser Menge halt produzieren lassen wird und die Limitierung dann so ja, zustande kommt. Also ich hoffe, euch hat das Unboxing-Video zu Pandora's Tower gefallen. Abonniert einfach mal meinen Kanal, guckt euch meine anderen Videos an, kommt bei uns auf Gameplay Gamers vorbei, es würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch, wenn euch das Video gefallen hat und ihr euch das Spiel kaufen möchtet, viel Spaß mit Pandora's Tower. Also, bis zum nächsten Mal.